geht. Nein, jetzt habe ich meiner verbraucht. Scheiße. Na, aber ja klar. Au! Wow, die können auch blocken. Ach, das ist doch assi. Aber wieso falle ich denn auch von oben auf diesen Typen runter? Das kann jetzt eigentlich echt nicht sein. Letzter Speicherpunkt, ey, fuck. Das Spiel ist deswegen doch gar nicht mal so einfach. So. Ich sollte einen Ticken mehr das Zeug hier nutzen, wirklich. So, und alle, ja. War nicht irgendwo so eine Notiz? Genau, die ist es. Vorsichtig, Verdacht. Behalte sie im Boot. Ah, Moment, dann muss ich hier nochmal kurz alle Aufgaben hier markieren. Die will ich nicht, die will ich, die will ich und die will ich. So. Also. So, wie war das? Daumentaste gedrückt halten. Okay. Der ist bewusstlos. Nee, tragen wollen wir den jetzt nicht. Ah, das ist schon zu geil. Wo kamen denn eigentlich diese Wachen her? Wo ist jetzt eigentlich diese Tussi? Können wir mit der reden? Fragen über Fragen. Gut, dann werden wir mal hier speichern. So. Was? Bitte. Ich bin etwas aufgewühlt. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Ja. Oh nein. Ey, die stampft eine Ratte und die sagt, oh nein. Achtung, Bürger von Sandro. Bitte machen Sie sind wir denn? Den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn ihnen Bürger im Weg stehen. Das ist doch mal cool. Gut, dann muss ich erstmal hier irgendwie nach oben. Das ist weit weg, das ist weit. Das ist eigentlich ziemlich nah dran. Oh, Junge. So. Wie viele Gegner sind es denn noch? Da hinten ist einer. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte Männer wie Sie, die auf der Straße möglicherweise darüber hinaus, die brauchen verlängert wurde. So, ja. In dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. So. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützige. Nicht nur wisst, ob das ein Feind ist, das ist ein Feind, eindeutig. Nein! Ach, das ist so asozial. Hilfe! Hilfe!
Alles in Ordnung. So. Junge, ich tue dir das nicht. Gut, ich brauche einen. Wie viele Tränke habe ich denn eigentlich im Inventar? Oh, drück jetzt mal Escape für die Kacke. Ist doch zum Kotzen. Ich sollte eigentlich mal Tab für Inventar oder sowas mitmachen. So, Optionen. Steuerung. Inventar. Tab-Taste. Sehr schön. So, gleich viel schöner. Also, Verbesserungsschlüssel. 6 von den Dingern habe ich. Na, ich muss jetzt ein bisschen jetzt haushalten hier. Das ist mir aber ein bisschen nach hinten jetzt. Die Lumpengräfin ist auch da hinten. Da haben wir die. Na, abgetrenntes Körperteil. Na, ist toll. Brauchen wir jetzt aber nicht. Das sind Ratten. Moment mal, wo war das Teil? Das war hier dahinter irgendwo. Da ist ein 100 Single. Da ist ein anderes. Okay. Moment. Mann, ich versuche immer mit rechts zu blocken. Das ist so ungewohnt. Das ist so verdammt ungewohnt. Okay, letztlich mal, was hab ich denn jetzt wieder? Mann. Und dieses Gedrückthalten der Tasten, das ist so widerlich. Ekelhaft. Bitte, ich bin etwas aufgewühlt. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. So. Du, schlimme Dinge gesehen. Was denkst du, was ich hier gerade für schlimme Dinge gesehen habe? Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery. The Duke and Dancer Alehouse. Barrett's Printing Firm. Pennyworth Tech and Saddle Emporium. Und die Smoke Street Dance Hall. Hier muss ich aber nirgendwo hin. Die gute Lumpengräfin. Ah, da haben wir da. So, nein. So, und was teleportieren. Mal gucken, wohin er sich dreht. Na komm doch endlich und dreh dich. Ist immer dasselbe. Ich teleportiere mich hinter die. Gedrückt halten. Komm mal auf die Idee. So, jetzt können wir den erstmal wieder ablegen. Sollte funktionieren. So, hier war noch was drin. Leere Flaschen, nichts weiter. Ist jetzt dieser komische Überlebende da? Irgendwo sein. Ist der Typ? Gibt's da nicht. Achtung, Mitglieder der Wache. Dieser Bezirk wird ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation. Wo sind jetzt die Gegner? Hier sind keine. Hier sieht so aus, als ob da welche sind. Ja. Irgendwas scheint mich hier gesehen zu haben. So. Okay, da hinten sehe ich schon mal welche. So, na dann. Scheiße. Wie kriege ich denn die jetzt dazu wegzugehen? Ich muss die jetzt wirklich irgendwie
2, 3, Scheiße. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, shit. Vorsichtig! Wow, shit. Ach, Mann. Ist doch nicht mehr normal. So, ich hätte natürlich auch einfach mal weitergehen können, aber nein. So, bekomm mal diese Tür auf. Da muss doch hier irgendwo ein Schalter sein oder sowas, ne? So, wie bekomme ich das auf? Ich könnte versuchen, hier mit dem Zug da durchzufahren. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Das ist gut. Teleportieren, abbrechen. Na dann brechen wir das mal ab. Kann ich den auf die andere Seite? Auch nicht. Da ist was dahinter. Ich will es jetzt haben, ey. Das gibt's doch nicht. Oder muss ich hier jetzt irgendwas zerstören? Nee. Nee. Auch nicht. Ist doch. Muss es doch einen Weg geben, Mensch. Gibt's denn, muss ich da jetzt von der anderen Seite hochklettern? Oder wie komme ich jetzt da durch? Das ist doch scheiße. Was? Ein Schwachsinn. Die Möglichkeit, das Ding hier zum Laufen zu bekommen. So, jetzt bin ich hier oben. Und guck mich erstmal um. Na klasse. Ja, unten ist nichts. Ich könnte natürlich versuchen, von dem Boot aus dahin zu gehen. Das wäre die Methode. Aber ich. Ach nee, ich bin hier von unten gekommen. Das heißt ja, hier ist alles in Ordnung. Hier sind wieder diese blöden Fische. Okay, so langsam aber sicher wird's doch. Das heißt, ich muss hier... So. Gegner, wo sind die Gegner? Wie kommt man denn hier irgendwie nach oben? Ach, ist doch scheiße. Beinahe. Leiter oder sowas. Irgendwas in der Art. Irgendwas. Eine Kette. Ich fasse es nicht. Sehr schick. Oh yeah. Nehmen wir mal ein paar Rattenspieße mit. Tod im Monat der Lieder. Okay. Knochenartefakt. Hier haben wir doch eins. Artefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiv haben. Normalerweise. Aber das ist ja kein normales Spiel. Ah, okay, das kann man jetzt so mit sich mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Dunnen und Skirin, irgendwas. So. Da kicken wir gleich mal rein hier. Inventar, Knochenartefakte. Super. Wink des Schicksals. In seltenen Fällen stellt ein Trank dein Mana vollständig wieder her. Okay. Und. So. Hätten wir das mal. Tab. Tab. Mit Tab kommt man leider nicht aus dem Menü raus, was ein bisschen schade ist. Aber naja, kriegt man vielleicht auch irgendwie anders hin. So. Blöderweise komme ich jetzt nicht schnell auf die andere Seite. Gibt es denn sonst noch Möglichkeiten außenrum? Ich fasse es nicht.
Die wollen mich doch alle verarschen, ey. So, was haben wir denn hier? Das Ding haben wir. Da gibt es noch eins. Hier gibt es zwei Runen. Dann nehmen wir mal das Knochenartefakt, was sich hier drin steckt. So, 128, 32. Ja, genau, das müssen wir jetzt als nächstes nehmen. Frage, gibt es hier eine Tür dazu? Muss ich von oben da reinfallen? Hier kann ich sogar so einen Walöltank mit mir rumschleppen. Fragen über Fragen. Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. So. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in den überschwemmten Bezirk. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier durch das Überwinden dieses blöden Tores was ausgelöst habe. Das wollen wir jetzt hier nämlich nicht. Dann müssen wir mal nochmal mit der Lumpengräfin da reden hier. Ist hier nichts drin? Das kann nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt dieser blöde andere Typ gewesen? War denn nicht noch irgendwo? Gibt's doch nicht. Das sind der NPC. So ein Scheiß. Was haben wir denn? Da ist nicht. Ah. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes die Fahrzeug Gräfin. Oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähern. Diese Fahrzeuge werden weder ihre Person ist beschäftigt. Say what? Lange eine Fakten hinzugefügt. Was? Jetzt schon? Ach, das war's wohl? Geil. Nee. Ja, dem Inventar. Ah, nee, das ist was anderes. So. Wink des Schicksals. Wo ist es denn? 24 Rune, die ist da unten. Das Rechtszeug ist da hinten. So. Hat auch eh so gut wie immer dieses Ding aktiv, ey. Das gibt's nicht. So, und was ist jetzt eigentlich diese Quest mit dieser blöden Lumpengräfin? Sprich mit der Lumpengräfin. Oh, okay. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie. Jetzt haben wir sie. Boah. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Sieht die denn aus? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Du kannst im Dunkeln Hast sehen, du schon vergessen. Hast du die kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Oh. Hier, Vögelchen. Die können schon auf sich selbst aufpassen, die können fliegen. Du meine Güte. Oh, was ist denn jetzt los? Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ja. Wieder mal. Sind sie wieder weg? So. Sonst noch irgendwas? Nee. Sind diese gemeinen Jungs noch da? Unzerstörbare Tür. Oh, was ist das? Ah, ha. Also, was ist das? Und wieder eine schöne Rune. Geil. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Mhm. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Ja. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand. Oh. Während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Wow. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen. Ja. Dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Ja. Was wirst du tun, frage ich mich. Das ist doch mal interessant. So, na dann.
Und wenn weiter geht's. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Oh, Scheiße. Oh Mann, ich muss hier unbedingt noch Glaszeug. Was haben wir noch? Nee. Betäubungsbolz. Cool. Was haben wir hier? Mana-Zeug. Oh, welche anderen Spirenzchen? So, das müsste es ja auch gewesen sein. Oder hat die noch andere Nahrungsmittelsachen da? Das wäre ziemlich cool. So, da müssen wir mal kurz hier in die Quest gucken. Haben wir jetzt da gerade noch irgendwas Besonderes gekriegt? Kümmere dich um die Welt, sorge dafür, dass ihr habt. Okay. Ja, das würde ich in der Tat. Shit, hier gibt es nichts mehr, was man mitnehmen kann. Schade. Ich sagte doch, dass die Messer nach uns. So, was seid denn ihr für Leute? Verehrer, du hast Hausschlüssel benutzt. Wow. Och nee, wann habe ich den zuletzt gespeichert? Oh, shit. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, wenn man jetzt ein Spiel gehabt hat, wo man... wo es scheißegal war, ob man... Oh, danke, wenigstens das. So, holen wir uns erst nochmal das Ding hier wieder. Irone gefunden. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Ja. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Mhm. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand. Ja. Während reiche Jünglinge... Hatten wir schon. ...um ihre... Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen. Mhm. Dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Ja. Yeah. Was wirst du tun, frage ich mich. Ja, was werde ich tun? Fragen über Fragen. Ich habe jetzt ja hier zwei von diesen... Nee, ich habe eine Runde. Bläh. Winterkräfte. Kosten, ich habe eine Rune. Ja, okay, gut, dann müssen wir halt dann mal irgendwas anderes hier machen. So, na dann. Escape. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Das wird so assi. Teetasse, nehmen wir den auch noch mit. Die auch noch. Dann war hier noch. Wieso kann ich denn die Ratten nicht einfach auf den scheiß Spieß da stellen hier? Gibt's doch nicht. Sonst doch irgendwas? Nee. So, oh. Nee, gut. Dann werden wir mal speichern. Vielleicht gibt's ja eine Möglichkeit, irgendwie von draußen das Ganze zu besiegen. Das wäre eigentlich die beste Idee. Jo, kommen wir ja nicht. Oh shit. Die haben mich gehört. Verehrer. Ich könnte den einen erstmal von hinten killen. Die gucken alle in die Richtung. Weil die alle blöd sind. Scheiße. Wohin bist du verschwunden? Doch nicht jetzt, Mann. Was ist denn hier für eine Kacke? Gucken alle in die falsche Richtung. Ist da scheiße. Die sind alle viel zu nah dran. Die beiden gehen jetzt hier hinter. Das ist gut. Der geht dahinter. So. Verreckt, du Sau. Ja, du mich auch. Wow. Irgendwann ist doch mal gut hier. Die müssen... Können doch nicht ewig werfen. Wie viele von diesen Molotov-Cocktails haben denn die?
Okay, das wird ziemlich schwierig. Wow! Das ging sogar bis rein. Ja, ich bin immer noch hier oben. Wieso werft ihr nicht weiter mit diesen scheiß Molotovs? Das ist ja echt unmöglich. Einmal kurz speichern. So. Oh oh. Ach, so ein Bullshit. Na, könnt ihr jetzt mal woanders hingehen? Ich hätte mir die ganze Zeit so auf den Pisser zu gehen. Es wäre so schön geworden. Nein, ich gehe hier hoch. Ich war nicht geduckt und deshalb habe ich übelsten laut gemacht. Ich könnte natürlich auch einfach mal unten diese blöde Tür aufmachen, um die mal ein bisschen abzulenken. So. Okay, na also. So. Das wird sehr interessant werden. Was? Oh. Oh, was sind solche Pisser? Das geht gar nicht. Oh, da kann einfach so Feuer spucken, ne? Ist ja klar. Whisky entzündet sich von selbst, wenn man den ausspuckt. Ey, es ist doch bescheuert. Die Verehrerin ist gestorben. Oh, es ist doch... Vielleicht wird jemand abgestochen. Da will man einmal versuchen, die irgendwie hinzubekommen. Ah, das ist, nee. Keine Sorge, ich krieg dich schon. So eine Scheiße. So, machen wir jetzt erstmal hier wieder das Ding drin und dann... wenn wir die alle mal umhauen. Das ist nur eine Frage der Zeit, Freundchen. Da bist du ja. Hilf mir mal jemand. Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Ah, diese Pisser. Wieso haben die alle diesen blöden Brandwhisky? Das kann doch nicht mehr normal sein. Oh, Mann. Das ist ja asozial. Ich könnte Feuer spucken. Wie willst du denn die kaputt hauen? Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Oh, Mann. Nee, du Schock! Das ist so verkackt OP, ey. Das geht gar nicht. Zum Coden, echt. Die kommen rein und pff, tot. Kotzt mich sowas an. Ja, du bist wirklich so gut wie tot. Blöd ist, dass die mich hören und sehen. Die sind immer auf derselben. Ich finde dich schon noch. Lass die nachhauen. Oh. Gut, dann. Hoffentlich gehen die bald mal wieder auf diese blöde Drecksmann. Kein Blickkontakt. Müssten mich ja eigentlich nicht mehr sehen. Aber jetzt sind die wieder zu nah beieinander. So eine Scheiße. Und wenn ich ducke, kann ich nicht hier durchsteppen. Das ist auch ziemlich schön. Kann mir mal bitte einer erklären, wieso die mich schon wieder gesehen haben? Ich stehe hier. Und hier. Das ist unmöglich, hier mich da durchzusehen. Blöden Schweine. Ja, der ist da hinten.
Scheiße. Ah, das hat beinahe geklappt, Mann. Ich kann nicht so weit zappen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Hat er mich schon wieder gefunden? Ist doch kacke. Da bist du ja. Das wird jetzt wehtun. Oh nein! Ochsenblut. Hilf mir mal jemand. Das kann jetzt nicht wahr sein. Blute. Was? Was ist es denn jedes Mal mit den Spielen und den Kack-Hitboxen? Das ist ja unmöglich. Mann. Blöden Pisser. Das geht gar nicht klar. Echt unmöglich. Hat man sich mal die Mühe gemacht, einen bewusstlos zu hauen? Was ist denn das? So, wo ist denn eigentlich der andere? Das war der. Dann habe ich hier noch einen gekillt. Wieso sind denn immer die Körper weg? Das ist eigentlich irgendwie komisch. Sollte ja nicht passieren. Gleich mal gucken hier. Ja, da gibt es doch bestimmt in Optionen irgendwas, was man da einstellen kann. Sich für Charakter, das heißt nicht schon. Warten, Schatten. Nein. Schwierigkeitsgrad, Kopfbewegung, Ketten. Zerbettling bei tödlichen Angriffen. Nee. Kettenrichter, da, Kopfweg und seine Schwierigkeit. Nee, nee, nee. Spieloberfläche. Nee. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. So. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Ja, ja, ja. Mein tapferer Held. Hör zu. Ist klar. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Sehr schön. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Noch dazu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. So, kehre zu und kehre zurück. Rune oder Knochenartefakt in der Nähe. Rüstet das Herz aus. Wenn ich wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. So, na dann. Es ist oben auf der Kommode. Ich speichere mal nochmal, bevor das Ganze losgeht. Ich fass es nicht. Dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Mhm. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Dankeschön. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Er fällt mir ein. Du kannst noch etwas für mich tun. Ja, ja, ja. Ich wusste es Gefallen. Doch. Und was sind dafür? Ich gebe dir noch ein Geschenk. Sehr schön. Noch eine hübsche Rune. Aus dem Knochen eines toten Wals geschnitzt. Oh, yeah. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Ja, und weiter? Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering. Ja, es ist ja mies. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Einfach so, die Leute vergiften. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Ist doch total senil. So. Also, fang dein Geschenk von Lungen an. Sprich in Dr. Galvanis Wohnung in Clavering Bottle, was auch immer ein. So, speichern. Also, wie viel brauche ich denn jetzt für das Springen? Kräfte.
Nachtsicht. Erlaube das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen. Einzige ihre Sichtfalte durch Wände hindurch. Was steht hier? Wände hindurch macht selbst verursachte Geräusche sichtbar und macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände sichtbar. Ja, toll. Baut Adrenalin auf, ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Aktiviert einen Doppelangriff. Nein. Beweglichkeit. Springen. Erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Nope. Überraschte Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zu Asche. Das brauchen wir jetzt ja auch nicht. Ja, strategische Hinweise. Einfach die ganzen Gegner killen. So, Beherrschung brauchen wir jetzt ja nicht. Ich bin mir eigentlich.